also bis morgen. Wir bleiben noch sportlich und stellen Ihnen heute einen Fußballclub aus Oberbayern vor. Der Sportbund DJK Rosenheim hat eine starke Männermannschaft, die in der Landesliga spielt. Besonders beeindruckend ist allerdings die Jugendarbeit. Nachwuchsförderung quasi vom Kindergarten an, wie Norman Solider zeigt. Bayern Sport in Sat 1, präsentiert von der Glücksspirale. Fußball ist die Sportart Nummer 1 in Deutschland. Doch in Rosenheim haben die Kicker eine ernstzunehmende Konkurrenz. Ja, in Rosenheim konkurriert man eigentlich nur mit einer Sportart und das ist Eishockey. Rosenheim ist eine absolute Eishockeystadt. Der Sportbund bietet daher schon ganz früh ein attraktives Fußballprogramm an, damit nicht der ganze Nachwuchs aufs Eis flüchtet. Wichtig ist Genauigkeit und nicht Schnelligkeit. Ja? Auf geht's. Das Runde muss ins Eckige. Diese Weisheit können Fußballer nicht früh genug lernen. Aber irgendwann müssen sie schon mal ehrgeizig sein und ein bisschen torgeil. Und man kann sie nicht immer nur zwingen, abzuspielen. Keine taktischen Zwänge, sondern Spielfreude pur. Die Fußballphilosophie in Rosenheim. In erster Linie mache ich Jugendarbeit, dass die dann halt, wenn ich jetzt mal aufhöre, dass ich dann auf der Terrasse sitze und sage, okay, der war bei mir, der war bei mir und der war bei mir. Die Kleinen dürfen im Winter in die Halle. Aber schon die C-Jugend beweist, dass Fußballer keine Schönwettersportler sind. Auf geht's, Kugel laufen lassen, flache Pässe und schnell das Ganze. Ja. Training im Regen, da sieht man, wer den nötigen Biss hat. Da gibt es gewisse Tugenden wie Siegeswille, Leidenschaft. Natürlich liegt es dann letztendlich am Nebenspieler selbst, was aus einer Situation macht. Schnell vom Ball trennen. Komm, Arthur, auf geht's, komm. Gib mal Gas, gib mal Gas. Letztendlich versuche ich die Spieler, auch die Trainer, dahin zu bekommen, dass es nicht immer wichtig ist, zu siegen, sondern was wir sehen möchten, ist, dass der Spieler sich weiterentwickelt. Die Entwicklung geht vorwärts, denn was die C-Jugend zeigt, sieht schon sehr nach Fußball aus. Mitnehmen und sauberer Pass hier. Jawohl, sehr gut. Die B-Jugend in Aktion. In dieser Altersklasse wird es für den Verein noch mal spannend. B-Jugendalter ist natürlich dann etwas schwierig, wenn dann die ersten Mädels dazukommen und die Jungs dann das Arbeiten anfangen. Hat man immer die Gefahr, dass dann der eine oder andere mal wegbricht. Das wäre schade, denn hier zeigt die Ausbildung bereits eindrucksvoll Früchte. Ja, Disziplin, das wird schon mit der Zeit. Ich meine, dafür sind wir als Trainer ja da, dass wir das ein bisschen reinkriegen. Und Taktik, ja, da gehört natürlich da jetzt dann schon mehr dazu, weil es das erste Mal ist, dass auf großem Feld gespielt wird. Doch auf dem Großfeld kommt nur zurecht, wer das Kleinfeld im Griff hat. Von Abwehr spielen wir dann über Flügel und dann kommen wir zum Torabschluss. Theorie, Praxis, Technik, Taktik und Kondition, alles in einer Übung. Einer kurz, einer lang. Ja, genau, Leon. Ja, das ist richtig, ja. Ich ziehe den Hut vor diesen ganzen Trainern, die mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Aufwand das Ganze hier angehen. Und so stellen wir uns das vor. Und so stellt sich der Trainer den Abschluss vor. Komm jetzt, da kommt jetzt der Kopf hoch. Die Rosenheimer A-Jugend demonstriert jedenfalls, warum sie zu den besten Juniorenteams Bayerns gehört. Bayern Sport in Sat 1, präsentiert von der Glücksspirale. Wenn wir Ihren Verein auch mal groß rausbringen sollen, dann können Sie sich gerne jederzeit bei uns melden. Alle Infos dazu finden Sie auf sat1bayern.de. Und jetzt wieder zur zweiten Chance des Diridariloses von Lotto Bayern. Diridari, die zweite Chance auf 5.000 Euro.